Hallo, Maren. Morgen. Wie geht's dir? Na ja. Und dir? Könnte besser sein. Was macht die Fortbildung? Nächster Zeitfresser. Ich komme zu nichts mehr. Aber bringt sie dir wenigstens was? Will ich mir zumindest sein. Sollen wir mal wieder gemeinsam ausreiten? Eine Art Auszeit? Von der Auszeit? Schade. Aber du meldest dich, wenn du es dir anders überlegst, okay? Warum bist du eigentlich so nervös? Du operierst doch schon lange. Wahrscheinlich bin ich nur ein bisschen überarbeitet. Halt mein nächstes Wochenende. Da haben wir doch beide frei. Wollen wir nicht ein bisschen wegfahren? Und was mit deiner Doktorarbeit? Nicht jeder Arzt macht seinen Doktor. Dem Patienten ist der Titel immer noch wichtig. Stell dir vor, wir haben unsere eigene Praxis und die Patienten kommen immer nur zu mir. Das mit der Praxis dauert sowieso noch ewig. Aber alles auf die lange Bank schieben ist keine gute Idee. Schließlich geht es um unsere Zukunft. Und wie ist der Blutdruck? Wieder zu hoch. Trotz der neuen Medikamente? Aber die nehme ich doch erst seit gestern. So schnell geht das nicht. Sehr schick. Ah, der Morgenmantel. Hildegard weiß eben genau, was mir steht. Seit Sie ihn bei der Dialysegesellschaft leisten, erkenne ich meinen Patienten kaum wieder. Naja, also, wo waren wir? Ja, Miss Apple hat gerade entdeckt, dass die Leiche nicht Rubikin ist. Aber hast du denn überhaupt Zeit? Ich möchte nicht, dass du deine Arbeit wegen mir vernachlässigst. Es gibt auch noch ein Leben neben der Arbeit. Außerdem, der Doktor ist sowieso kaum da. Entweder er ist in der Praxis oder er ist auf Fortbildung. Und Frau Janssen und Florian sind auch weg? Ja, seitdem ist überhaupt kein Leben mehr in der Bude. Ich habe mir schon überlegt, ob wir beide nicht zusammen in Urlaub fahren wollen. Du willst verreisen? Ja, mit dir. Weißt du, Karl, auf meiner Weltreise, da habe ich mir so sehr gewünscht, es wäre jemand bei mir, der sich mit mir freut. Was meinst du? Es tut mir furchtbar leid, Hildegard, aber wegen der Dialyse. Ich kann nicht weg von hier. Tja. Pinzette? Ligatur. Klemme. Sauger. Strom. Hast du dazu? Andreas. Alles in Ordnung. Können Sie den Kollegen hinaus? Bitte übernehmen Sie. Und Gertrud. Und eine Unterschrift, bitte. Natürlich wieder für Frau Jürgens. Tschüss. Tschüss. Das stimmt wieder für den Hildebrand. Na, hoffentlich schenkt er ihr ab und zu auch mal was. Von was denn? Ich meine, er kann ja nicht mal seine Rechnung bezahlen. Herr Weber, könnten Sie bitte schon mal ins Sprechzimmer gehen? Naja, die letzten beiden Rechnungen sind noch offen. Trotz mehrerer Mahnungen. Gertrud, vereinbaren Sie doch bitte einen Termin mit Herrn Hildebrand. So schnell wie möglich.
Kannst du das vielleicht machen? Ich muss zum Bahnhof Hinnerks Enkel abholen. Stimmt. Weiß Hinnerks Sohn eigentlich, dass Arne kommt? Nein, das ist eine Überraschung. Dann mal viel Spaß bei der Familienzusammenführung und vor allem viel Glück. Praxis Dr. Bergmann, guten Morgen. Wie oft säubern Sie sich die Ohren, Herr Weber? Jeden Tag, Herr Doktor. Morgens und abends. Das sehe ich. Mit Wattestäbchen nehme ich an. Womit sonst? Das lassen Sie in nächster Zeit lieber mal bleiben. Sie haben sich den Gehörgang verletzt und der hat sich nun entzündet. Ich verschreibe Ihnen Tropfen und Sie lassen das mit den Wattestäbchen. Nutzen Sie einfach nur einen feuchten Waschlappen und etwas milde Seife. Haben Sie eigentlich noch so viel Kontakt zu Frau Jürgens? Nein. Seit sie diesen Herrn Hildebrand kennt, hat sie sich zurückgezogen. Was halten Sie von ihm? Dazu möchte ich mich nicht äußern. Aber im Ort munkelt man so einiges. Ach ja? Sie kennen mich, Herr Doktor. Klatsch und Tratsch liegen mir fern. Das weiß ich doch, Herr Weber. Aber ich spüre auch, dass Sie sich Sorgen machen. Nun ja, Hildegard, Frau Jürgens, ist eine reiche Frau. Ihm hingegen scheint es finanziell nicht so besonders gut zu gehen, sagt man. Da macht man sich natürlich so seine Gedanken. Haben Sie mal mit ihr darüber gesprochen? Nein, man möchte sich ja nicht aufdrängen. Aber vielleicht braucht sie gerade jetzt einen Freund, der ein Auge auf sie hat. Sie machen sich also auch Gedanken. Weißt du, was Dr. Bergmann gesagt hat? Nee. Er hat selten Patienten gehabt, bei denen die Behandlung so schnell angeschlagen hat. Hier, guck mal, die Gelenken, ich spüre noch kaum was. Ja, kannst mal sehen. Und du wolltest doch erst gar nicht hin zum Doktor, ne? Ja, zum Glück hast du nicht locker gelassen. Ja, ein guter Vater, der muss auch mal streng sein. Wenn du jetzt noch 2 Wochen bei uns bleibst, dann bist du fit wie ein Turnschuh. Ja. Uwe besteht darauf, dass ich mich mal gründlich durchchecken lasse. Andreas hat in letzter Zeit wiederholt Schwächeanfälle. Ihm wird schwindelig, er zittert, er kriegt keine Luft. Haben Sie eine Ahnung, was die Ursache sein könnte? Nein, habe ich nicht. Sie werden sie hoffentlich finden. Ich muss leider zurück in die Klinik. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Bis später. Bis später. Dass Sie mich konsultieren, war wohl eher sein Wunsch als Ihrer. Wenn Uwe sich was vornimmt, zieht das durch. Jetzt geht's erstmal um Sie. Kommen Sie. Besuch ist wie Fisch, oder? Nach 3 Tagen fängt er an zu stinken, sagt man doch. Besuch? Wieso Besuch? Du bist doch mein Sohn. Ja. Gefällt's dir nicht bei mir? Bist du deshalb weg? Ja, ganz im Gegenteil. Ich fühle mich hier zu Hause als bei mir selber. Zu Hause. Ja. Kätter und ich haben gedacht, ihr habt euch so lange nicht gesehen und wenn schon Familienzusammenführung, dann höre ich dich, ne? Sehr Arne. Überraschung, wa? Du bist also mein Enkel, ne? Schön, dass du gekommen bist, Arne. Hallo, Opa. Und der hat Opa gesagt. Oh. Das ist dein Vater, den brauchte ich ja nicht vorzustellen, ne? Nee. Hi. Mensch, Arne, was für eine Überraschung. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Am besten nichts. Sinusrhythmus. Indifferenzzyklus, alles okay? Normale Überleitungszeiten, keine Endstreckenveränderung, regelrechte R-Progression über der Vorderwand. Also alles bestens. Und diese Ausfälle haben Sie nur beim Operieren? Das ist reiner Zufall. Also ganz ehrlich, Sie wirken ziemlich abgespannt und müde. Manchmal wird mir einfach alles ein bisschen zu viel. Die Arbeit auf Station, das Operieren, die Doktorarbeit. Stress. Ist denn wenigstens ein Ende in Sicht? Keineswegs. Es wird nur noch schlimmer. Für meinen Facharzt brauche ich noch mindestens 1 Jahr. Die Doktorarbeit sollte schon längst fertig sein.
Wenn ich abends aus der Klinik komme, bin ich fix in alle. Ja, das kenne ich. Ich mache gerade eine Zusatzausbildung zum Familientherapeuten. Neben der Praxis her? Und das funktioniert? Zugegeben, ist ziemlich anstrengend. Aber Sie machen weiter. Wenn ich mir mal was vorgenommen habe, dann möchte ich es auch zu Ende bringen. Und Dr. Bergmann hat nichts feststellen können? Bisher noch nicht. Aber die Laborwerte stehen ja auch noch aus. Ich habe übrigens heute mit meinem Vater telefoniert. Er will sich doch schon nächstes Jahr aus der Praxis zurückziehen. Hey. Dann können wir übernehmen. Nächstes Jahr schon? Vorausgesetzt, du machst vorher deinen Facharzt. Aber davon ist auszugehen, oder? Wenn du das sagst. Mein Vater kommt übrigens auch zum Kongress nach Berlin nächstes Wochenende. Wir wollten doch für ein paar Tage nach Spanien. Können wir doch immer noch. Der Kongress ist jetzt wichtiger. Und da können wir dann konkret mal die Übernahme besprechen. Willst du mal probieren? Arne, hattest du im Zug einen Sitzplatz? Ja, du hast ihm doch selbst die Karte reserviert. Ja, ich hatte sie reserviert, ja. Hier, probier mal den Käse, Arne. Der ist super, den habe ich direkt vom Markt beim Bauern. Hier, super lecker. Ich esse keinen Käse, den mochte ich noch nie. Peter, hast du das nicht gewusst? Woher denn auch? Wann haben wir denn das letzte Mal zusammen gegessen? Mensch, Arne, jedes Mal, wenn ich dich anrufe, lässt sich verleugnen. Weil du mich nur anrufst, um mein schlechtes Gewissen loszuwerden. Das stimmt doch überhaupt nicht. Und diese ganze Versöhnungsnummer hier ist doch ein einziger Krampf. Das hätte ich mir echt sparen können. Wo kann ich pennen? Arne, bitte. Ja, ich zeig dir dein Zimmer. Peter, so schwierig habe ich mir das nicht vorgestellt. Ich will doch nur euer Bestes. Aber aller Anfang ist schwer. Ja, ich weiß, du hast das gut gemeint, aber... Ja. Herr Doktor... Karl und ich, wir möchten zusammen Urlaub machen. Frau Jürgens, übertreiben Sie es nicht ein bisschen mit Ihrer Fürsorge? Wollen Sie mir meine Urlaubspläne ausreden? Warum? Ist Ihnen meine Freundschaft mit Karl nicht recht? Das stimmt so nicht. Ich mache mir nur Sorgen um Sie. Das ist alles. Aber Sie erfahren doch im Moment am eigenen Leib, was es heißt, alleine zu sein. Können sich dann gar nicht mit mir freuen. Nichts lieber als das. Aber ich sag das wirklich nur sehr ungern. So langsam habe ich meine Zweifel an den redlichen Absichten von Herrn Hildebrand. Wenn Sie glauben, der Karl, der hat es auf mein Geld abgesehen, dann täuschen Sie sich. Das hat er gar nicht nötig. Meinen Sie? Das meine ich nicht nur. Das weiß ich. Karl war ein sehr erfolgreicher Unternehmer. Und haben Sie mal sein Haus gesehen? Ha, das ist ein Vermögen wert. Und warum zahlt er dann seine Arztrechnungen nicht? Das hat er einfach vergessen. Haben Sie ihn mal daraufhin angesprochen? Bis jetzt noch nicht. Sehen Sie, das sollten Sie aber. Bevor Sie ihm eine Gemeinheit unterstellen. Frau Jürgens.
Wenn Sie zu Andreas wollen, der ist nicht da. Kommen Sie rein, setzen Sie sich. Danke. Tee? Gern. Sind das die Laborwerte? Ja, die sind in Ordnung. Ich habe sie vorhin bekommen. Dann fehlt ihm also nichts. Und was ist mit den Schwächeanfällen? Um mit seinem Gefühl, mit dem Stress nicht klarzukommen? Keine Ahnung. Andreas ist leider nicht sehr belastbar. Vielleicht, wenn er sich etwas mehr zusammenreißen würde. Sie meinen, es fehlt ihm an Disziplin? Ein bisschen? Ja. Vielleicht fehlt ihm aber auch einfach nur ein Freund, der Verständnis mit ihm hat. Im Moment hat er ein Leistungstief, aber da kommt auch wieder raus. Andreas und ich haben sehr genaue Vorstellungen von unserer Zukunft. Da sind wir uns absolut einig. Sicher? Oder glaubt er vielleicht einfach nur, dass er es will, weil Sie es wollen? Jetzt werden Sie aber sophistisch, Herr Kollege. Manchmal muss man das sein, wenn man den Dingen auf den Grund gehen will. Covered ground, just to reach your house. I know we need to talk, but I can't catch my thoughts. Inside's gripped, scared of what you'll think. Words I can't repeat could change all we've got. Set it off. Someone better hit the alarm. Set it off. Someone better help me dissolve. Ich weiß nicht, was los ist. Seit ein paar Tagen fühle ich mich noch schlapper als sonst. Ein Urlaub wird dir gut tun. Hier, lies mal. Das Schiff hat eine komplette Dialysestation an Bord. Damit ist das Problem gelöst. Rom wird dir gefallen. Es ist eine herrliche Stadt. Hildegard, ich kann mir so eine Reise nicht leisten. Wieso nicht? Weil ich pleite bin. Ich dachte, ich hätte mein Geld gut angelegt, aber Fehlanzeige. Das Einzige, was mir geblieben ist, ist das Haus. Und um ganz ehrlich zu sein, ich habe sogar Schulden bei Dr. Bergmann und beim Krankenhaus. Aber die Krankenkosten, das zahlt doch die Kasse. Als ich noch viel Geld hatte, habe ich leider die Kasse gekündigt, weil ich dachte, als Selbstzahler spare ich was. Ach, Karl, warum hast du mir das nicht früher gesagt? Quälst dich alleine damit rum. Ich kann dir doch helfen. Kommt überhaupt nicht in Frage. Das wäre doch nur Wasser auf den Mühlen derer, die denken, dass ich allein wegen deines Geldes mit dir zusammen bin. Ach, das Gerede der Leute! Das ist mir piepegal. Guck mal, der Trevi-Brunnen. Als ich das erste Mal in Rom war, habe ich eine Münze hineingeworfen. Ja, eigentlich wäre jetzt eine gute Zeit für Italien. Nicht zu heiß, nicht zu kalt. Doktor, na und? Ich denke, das Rheuma von Ihrem Sohn haben wir im Griff. Aber die Situation mit Arne macht ihm sehr zu schaffen. Ja, war wohl doch nicht so eine tolle Idee, den Arne herzuholen, ne? Doch. Aber nach so vielen Jahren wird sich das nicht gleich am ersten Tag wieder einrenken. Ja, schied aber auch. Also ich würde ja alles dafür geben, dass die wieder zusammenkommen, ne? Vielleicht reden Sie mal mit Arne. Zum Beispiel über schöne Erinnerungen. Ihm seinen Vater näher bringen. Ja, aber wenn ich nicht die richtigen Worte finde. Da wird Ihnen schon was einfallen. Moin, Moin, Frau Jürgens.
Ich wollte nur mal vorbeikommen. Herr Weber, Karl und ich, wir haben uns für eine Kreuzfahrt entschieden. Auf der Queen Rose, durch das Mittelmeer. Olala, sehr exquisit. Und sicher nicht ganz billig. Ach was, das Geld habe ich doch. Soll ich es immer weiter anlegen? Pah, davon profitiert doch nur die Bank. Und außerdem, das letzte Hemd hat bekanntlich keine Taschen. Wenn Sie beide sich das leisten können, warum nicht? Ich hoffe sehr, dass Karl und ich noch viele gemeinsame Reisen machen können. Aber bei seiner Krankheit, da weiß man das nie so genau. Bitte. Danke. Ich denke nur, bevor man sich so eine teure Reise gönnt, bezahlt man doch eigentlich zunächst mal seine Rechnungen. Woher wissen Sie das? Ist man über uns hergezogen? Wer? Fallensteinwehr? Oder Frau Hinnöxen? Bitte, Frau Jürgens. Oder vielleicht der Doktor selber? Hat er Sie vielleicht zu mir geschickt, um mich auszuhorchen? Er ist doch nur in Sorge um Sie. Genau wie ich. Was bilden Sie beide sich eigentlich ein? Unter Freundschaft verstehe ich was ganz anderes. Ich möchte Sie bitten, dass Sie sofort gehen, Herr Weber. Gleich geht die Brücke auf. Immer 15 Minuten vor der vollen Stunde. Ganz imposant, ne? Damals haben die mehr als 3000 Tonnen Stahl verbaut. Nur rat mal, wie groß die Brücke ist. Ich meine, wie lang ungefähr? Nee, brauchst du gar nicht zu sagen. Weiß ich. Kann ich dir genau sagen. Das sind 207,5 Meter. Hat natürlich eine Stange Geld gekostet, ne? 23 Millionen, stolzer Preis, ne? Es war ein Fehler, hierher zu kommen. Aber du und Gertrud, ihr habt sie nicht locker gelassen. Weil es nicht normal ist, wenn Vater und Sohn sich nichts mehr zu sagen haben. Darum. Das ist nur auf dem Papier, mein Vater. Das stimmt nicht. Das glaube ich dir nicht. Seitdem dein Vater bei uns wohnt, redet er ständig über dich. Er vermisst dich. Er kommt wegen deiner Sache gar nicht mehr zur Ruhe. Sag mal, hast du denn überhaupt keine schöne Erinnerung an früher? Nee, will ich auch gar nicht. Sag mal, habt ihr denn nicht was gespielt? Ich meine, Fußball oder so? Nee, Fußball war nicht so sein Ding. Da hat er zwei linke Füße, er hat es eher so mit Drachen steigen lassen und so. Da ist er echt gut drin. Na bitte! Wir waren fast jeden Sonntag unterwegs. Einmal war so viel Wind, dass mich der Drachen fast mit in die Luft gezogen hätte. Ich war noch ganz klein, 6 oder so. Wenn Papa mich nicht im letzten Moment an den Beinen gepackt hätte, weiß der Geier, wo ich dann gelandet wäre. Guck mal, jetzt geht sie hoch. Ja, jetzt geht sie hoch, die Brücke. Und der Himmel weint. Oh, Freude! Hildebrand, geht's Ihnen nicht gut? Kommen Sie, setzen Sie sich erstmal hin. Danke, danke. Ganz langsam. Danke. Aber ich möchte Sie nicht aufhalten, Doktor. Wir haben Zeit. Atmen Sie erstmal tief durch. Besser? Ja. Was machst du denn hier? Du solltest längst im OP sein. Welche OP? Die Leisten hernie. Jetzt komm, Beeilung. Aber ich weiß von keiner OP. Ich kann ihn jetzt nicht allein lassen, ihm geht's nicht gut. Ruf eine Schwester und dann komm, schnell. Hinnerk ist mit Arne an der Schleibrücke. Hoffentlich krachen die beiden nicht auch noch aneinander. Herr Doktor, ich trete jetzt sofort meinen Urlaub an. Hier, und zwar meinen gesamten Jahresurlaub. Schönen Tag doch! Frau Jürgens! Die ist ja völlig durch den Wind. Dieser Hildebrand macht sie verrückt. Andreas, warum bist du nicht zur OP erschienen?
los? Was hast du? Der Finger gehauen. Ich wollte das Bild aufhängen. Oh Gott. Ist, glaube ich, gebrochen. Ich gehe zu Dr. Bergmann. Aber den Finger, das können wir heute auch in der Klinik versorgen. Eine massive Quetschung. Es reicht, wenn wir den Finger tapen. Ich hätte es übrigens nicht fertiggebracht. Was? Na, mir selbst mit dem Hammer auf den Finger zu hauen. Das ist doch kompletter Blödsinn. Nie und nimmer war das ein Versehen. Aber wieso soll ich denn sowas tun? Um nicht mehr operieren zu müssen? Alles in Ihnen sträubt sich dagegen. Oder? Die Schwächeanfälle im OP. Das sind Symptome einer Panikstörung. Ein deutliches Abwehrsignal der Psyche. Ja. Ja. Warum haben Sie sich eigentlich für die Chirurgie entschieden? Ich habe mich von Uwes Begeisterung mitreißen lassen. Ich dachte, das wäre auch der richtige Weg für mich. Naja, sein Traum von der gemeinsamen Praxis, den kennen Sie ja. Es geht hier aber nicht darum, was Ihr Freund will, sondern was Sie wollen. Warum sind Sie eigentlich kein Kliniker mehr? Ich habe einfach irgendwann gemerkt, dass mir der direkte Umgang mit den Patienten, also dass ich mehr Zeit für sie habe, dass mir das mehr liegt. Und Sie haben Ihre Entscheidung nie in Frage gestellt? Doch. Jetzt gerade stellt sich die Frage wieder. Mein Vater hat mir die Leitung seiner Klinik angeboten. Und Sie nehmen an? Ich weiß es nicht. Als Kliniker ist es sehr schwer, eine Beziehung zum Patienten aufzubauen. Immer diese Hektik. Alles muss immer noch schneller gehen. Bevor ich Medizin studiert habe, da habe ich als Krankenpfleger gearbeitet. Das hat echt Spaß gemacht. Und warum haben Sie Medizin studiert? Auf der einen Seite wollte ich mir wahrscheinlich beweisen, dass ich es einfach wirklich drauf habe. Und naja, meine Eltern haben Druck gemacht. Ist es nicht so langsam an der Zeit, dass Sie so leben, wie Sie es wollen? Da bist du ja endlich. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Ich musste noch kurz in die frische Luft. Und was ist mit deinem Finger? Mein Finger ist nicht das Problem. Damit kannst du aber doch ein paar Wochen nicht mehr operieren. Siehst du? Das ist das Einzige, was dich interessiert. Ich werde nie wieder operieren. Ich werde auch meinen Facharzt nicht zu Ende machen. Wie meinst du das? Ich werde in meinen alten Job zurückkehren. Du willst wieder als Krankenpfleger arbeiten? Allein wie du das sagst. So als wär's das Allerletzte. Spinnst du? Uwe, es hat einfach keinen Wert. Wir haben komplett unterschiedliche Ziele. Alles, was mir wichtig ist, ist dir unwichtig und umgekehrt. Du meinst unseren Plan von der gemeinsamen Praxis? Es gab nie einen gemeinsamen Plan von einer gemeinsamen Praxis. Es war immer dein Plan. Aber du hast nie widersprochen. Weil ich dich nicht enttäuschen wollte. Das war doch kein Zufall. Was? Uwe, ich halte diesen Druck nicht mehr aus. Ich werde deinen Ansprüchen nie genügen können. Das hat einfach keinen Sinn. Du wirst mich nie so lieben, wie ich bin. Um diese Zeit habe ich eigentlich nicht mehr mit Besuch gerechnet. Tut mir leid, dass ich Sie so spät noch störe. Aber das Ganze liegt mir einfach auf der Seele. Gut. Bitte, nehmen Sie Platz. Ich hätte mich da nicht einmischen dürfen. Aber ich habe mir halt Sorgen gemacht. So wenig Vertrauen haben Sie in mich? Mit Vertrauen tue ich mich zurzeit etwas schwer. Bitte nehmen Sie mir das nicht übel. Gut. Möchten Sie auch ein Gläschen? Ich trinke ja keine harten Sachen, Frau Jürgens. Das sind keine harten Sachen, Herr Doktor. Das ist Eierlikör. Den habe ich selbst gemacht. Ja.
woher soll ich wissen, was für Sie richtig ist? Das müssen Sie alleine herausfinden. Aber wie? Ich habe da so meine eigene Methode. Aber Ihnen das hilft. Wir probieren das einfach. Machen Sie bitte Ihre Augen zu. Augen zu. Augen zu. Jetzt stellen Sie sich bitte vor, wir sind 5 Jahre weiter. Wo sehen Sie sich? Gehen Sie einen Krankenhausflur entlang, einen Schwarm Assistenzärzte hinter sich? Oder machen Sie gerade einen Hausbesuch? Ich sehe... Lassen Sie... Augen zu! Stellen Sie sich bitte vor, Sie haben Feierabend. Was machen Sie? Machen Sie sich eine Pizza im Backofen warm? Trinken Sie ein Glas Bier allein dazu? Was sehen Sie? Ich reite an der Schlei entlang, genieße die Landschaft und atme die gute Luft. Alleine? Sie sind ein Schatz, Frau Jungs. Zeit zum Nachdenken. Heute Nacht war wenig los auf Station. Es tut mir so leid, dass ich nicht gemerkt habe, wie sehr ich dich unter Druck setze und wie unglücklich du bist. Ich habe es ja selbst lange genug nicht gemerkt. Und wieso dann jetzt gerade? Weil es immer schlimmer wurde. Dr. Bergmann sagt, diese Aussetzer in OP sind Panikattacken. Du kannst ja nicht weiter. Er hätte helfen können und ich nicht. Aber ich hätte spüren müssen, was mit dir los ist. Ich hätte offener mit dir darüber sprechen müssen. Ich habe einfach versucht, genauso tough zu sein wie du, aber das bin ich nicht. Ach, das muss doch nicht. Andreas, ich liebe dich. Und ich möchte, dass wir zusammenbleiben. Der Oberarzt und der Krankenpfleger. Ja? Das Einzige, was ich will, ist, dass wir zusammenbleiben. Lass mich mal sagen, was das hier eigentlich soll. Hier ist doch echt überhaupt nichts los. Was heißt denn, hier ist nichts los? Das ist doch wunderschön hier. Außerdem weiß ich nicht, was Hinnack vorhat. Er hat nur gesagt, wir sollen hier auf ihn warten. Ja, aber lang warte ich nicht mehr. Ah, da kommt er ja. Was hat er denn da dabei? Sieht aus wie ein Kiteback. Okay, die beiden unteren Spreizen müssen zur unteren Kopfhöhle. Ja, hab ich schon. So, ach, Schiede. Die Wagenschnüre müssen immer hoch. Ja, klar. Entschuldige. Also, Jungs, das sieht ja schon ganz schön professionell aus, wie ihr das macht. Da. Kann ich euch irgendwie helfen oder so? Lass mal lieber. Danke, Papa. Wir packen das schon. Das ist ja nicht das erste Mal.
So. Entschuldigung, ich bin auf der Suche nach Herrn Hildebrand. Ich bin sein Hausarzt. Oh, das tut mir leid. Herr Hildebrand ist heute Nacht verstorben. Nein. Plötzlicher Herztod. Es tut mir so leid, Frau Jürgens. Der lag in seinem Nachttisch. Würden Sie ihn mir vorlesen? Den hat er vor einigen Tagen geschrieben. Wahrscheinlich hat er geahnt, dass er nicht mehr viel Zeit hat. Beste Freundin, wenn du diese Worte liest, hat mich der Herrgott zu sich geholt. Mir fehlen die Worte, um dir zu sagen, wie sehr du mein Leben bereicherst. Mein letzter Wunsch ist es, dir mein Haus zu vermachen. In Dankbarkeit, dein Karl. Kommen Sie, Frau Jürgens. Wir fahren nach Hause. Super! Du bist ja ein richtiger Crack, Alter! Ja! Hey. Und ich denk dauernd, gleich schmiert er ab und dann kriegt der Junge ihn wieder hoch. Ja, der kann's. Oh, und jetzt geht er aber runter. Nein! Super, Arne! So. Und jetzt du? Ich? Ja. Ja. Na los, wollen wir mal sehen. Ich noch drauf hab. So. Mensch, Arne, wir haben so viel nachzuholen, wir beiden. Jetzt quatsch nicht. Lieber auf, dass du dir nicht abschmierst. Ist ja gut, so. Jetzt kannst du es gerne wieder haben. Okay. Warte, komm noch mal. Okay. So, pass auf. Hey, pass auf. Danke. Arme Frau Jürgens. Da habe ich ja echt mal voll daneben gelegen. Wir haben uns alle getäuscht. Wie geht's ihr? Ich habe ihr ein leichtes Beruhigungsmittel gegeben. Jetzt schläft sie erst mal. Vielleicht sollte sie in den nächsten Tagen nicht allein sein. Sie kann bei uns wohnen. Aber Sie haben doch bereits ein volles Haus. Mhm. Arne und Peter reisen morgen ab. Die fahren zusammen nach Farnö zum Drachenfest. Hallo, Maren. Hallo? Ich habe ein paar Mal versucht, dir zu schreiben. Aber dann... Naja, mehr als ein Gruß war es ja bei mir auch nicht. Hat mich aber trotzdem gefreut. Du fehlst mir. Du mir auch. Findest du nicht, dass es für uns beide eine zweite Chance geben muss? Ja.
Es ist so viel schiefgelaufen hier. Keine Fortbildung heute? Ich habe mich krank geschrieben. Ich denke ernsthaft darüber nach, damit aufzuhören. Wieso? Wenn etwas mehr schadet, als es nutzt, dann sollte man es bleiben lassen. Das habe ich gerade erst einem Patienten von mir gesagt. Aber das gilt natürlich auch für mich. Aber du hast dir so viel davon versprochen. Ich weiß gar nicht, wann ich das alles anwenden soll. In erster Linie bin ich Landarzt. Und kein Therapeut. Was ist mit der Klinik? Wirst du zurückgehen nach Hamburg? Was würdest du davon halten, wenn ich hier bliebe? Warum fragst du mich das, Jan? Das kannst nur du entscheiden.